Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Wir sind angekommen beim nächsten Pay-Per-View bei Money in the Bank und beim letzten Video habe ich euch die ganzen Matches für heute vorgestellt, oder das heißt für heute, für diese Show, für dieses Pay-Per-View. Wer also die Matches nochmal alle sehen will, der kann sich das letzte Video gerne anschauen. Part 70,5 sollte man schnell finden, wenn man auf meinen Kanal klickt. Und das erste Match für dieses Pay-Per-View für Money in the Bank ist Epico gegen Sin Cara. Hier geht es um den United States Championship. Ewig lange, von Anfang an hatte den Santino Marella und er war ungeschlagen. Jedes Match gegen Sin Cara gewonnen. Es war immer Sin Cara gegen Santino Marella um den United States Championship. Dann kam einmal jemand dazu, nämlich Epico, und der hat das Ding direkt unter den Nagel gerissen. Sin Cara versucht jetzt auf ein neues sein Glück und versucht wieder den United States Championship zu gewinnen. Vielleicht gelingt es ihm diesmal auch. Es ist immerhin nicht der unbesiegbare Santino Marella, sondern es ist Epico. Und der verliert auch schon mal ein Match. Also, meine Damen und Herren. Hä? Nein. Ah, das ist dieser verfickte Koffer von John Cena, den er gewonnen hat, bevor das Projekt hier gestartet ist. Von dem soll er natürlich keinen Gebrauch machen, aber das wird uns nach diesem Pay-Per-View hier auch nicht mehr nerven, denn dann hat John Cena diesen Money in the Bank-Koffer nicht mehr. Also, meine Damen und Herren, United States Championship Epico vs. Sin Cara, los geht's! Match starten, wenn wir hier die Musik von Evolution gehört haben. Bin ich jetzt echt mal gespannt, ob Sin Cara das jetzt schafft. Sein letztes Match verloren gegen Xardas. Davor immer gegen Santino Marella antreten müssen. Jetzt ein One-on-One with Epico und nicht with the Great One. Also schauen wir mal. Da kommt der United States Champion. Da kommt Epico. Go! In unserem Universe-Modus also wesentlich erfolgreicher als in echt. Da war er mal Tag-Team-Champion mit Primo, aber sonst nichts. So, dann schauen wir mal. Jetzt kommt noch Sin Cara. Dem seinen Einlauf müssen wir nicht gucken. Den haben wir schon oft gesehen und Titel hat er ja auch keinen. Von daher können wir das lassen. Überspringen den Einlauf und kommen jetzt zum Match um den United States Championship. Meine Damen und Herren, los geht's. Das nächste Pay-Per-View. Da zeigt der Referee nochmal an. Um den Titel hier geht's heute. Sin Cara hatte den ja schon oft vor der Schnauze, aber jedes Mal hat er sich die Chance nehmen lassen von Santino Marella. Und musste verlieren, musste nachgeben. Und jetzt Suplex von Epico. Der zeigt direkt mal hier an, ich bin der States Champion und ich will meinen Titel auch verteidigen. Ganz klare Sache. So, also, jetzt ein Match um den United States Championship. Um den Intercontinental Championship werden wir ja kein Match sehen. Da ist keins angesetzt. So, jetzt aber erstmal Epico gegen Sin Cara. Epico setzt die ersten Aktionen und setzt auch weiterhin hier Akzente, während mein Aufwärmprogramm abschmiert. Sehr schön, einwandfrei. So, da sind wir wieder back in action. Okay, back in action noch nicht. Jetzt aber back by Money in the Bank. So, und Epico jetzt mit einem Kick gegen Sin Cara. Sin Cara ja das Match dominiert gegen Xardas und letztendlich doch verloren. Hier dominiert er aber erstmal noch nicht. Also hier ist Epico dran, das Ganze zu dominieren. Denn der ist eben auch ein High Flyer. Und hier, ja, in WWE 13 ein ganz okayer Techniker. Der kann sich dann auch mal wehren. Er ist auch länger dabei als Xardas. Dem fällt es ein bisschen einfacher wahrscheinlich gegen Sin Cara, sich zu wehren. Was ist das denn für ein Angriff? Das gibt's ja gar nicht. Ein geiler Submission Hold hier von Sin Cara. Aber Epico kann kontern und kommt dann hier mit diesem Slam gegen seinen Kontrahenten. Und da hinten hält er ein Schild hoch. Let the Dancing begin. Ist das für Brodus Clay oder was? Und jetzt kommt der DDT. Jawohl!
ein harter DDT hier gegen Sin Cara von Epico. Und jetzt nochmal, dachte ein Electro war dann aber doch keiner. Na, Epico, der setzt Sin Cara hier schon ordentlich zu. Jetzt fliegt er aber hier erstmal daneben. Jetzt ist Taya, wer gewinnt? Epico ganz für sich entscheiden. Jawohl, und der zeigt jetzt hier mal einen schönen Move. Der zeigt Sin Cara, hey, nicht nur du kannst hier irgendwas Technisches vorweisen. Auch ich kann das ganz gut. Und jetzt schlägt er ihm hier volle Suppe in die Fresse, damit Sin Cara da möglichst schnell eine Platzwunde bekommt wohl. Das ist wohl das Ziel von Epico. Also konzentriert sich jetzt auf den Rücken. Ein harter Tritt in den Rücken von Sin Cara. Jetzt ein Submission Hold. Der wird nicht viel bringen. Da wird Sin Cara definitiv rauskommen. Jawohl. Da stößt der Epico von sich weg. Schmeißt ihn da zu Boden. Und jetzt mit einem Kick hier befördert ihn damit in die Seile. Jetzt schmeißt ihn erstmal in die Ringecke. Epico mit einem Reversal hier. Und jetzt geht er raus und räumt den Kommentatorentisch auf. Oh, meine Damen und Herren, da wird's direkt schon mal interessant. Epico räumt da den Tisch auf. Und was ist denn jetzt hier? Ein Suplex. Nicht nur einer. Oh, das ist wohl der Finisher von Epico, kann ich mir vorstellen. Hier, das ist ja fast wie die Three Amigos. Nur von Epico und zweimal ein Suplex. Also, ja, eben ein anderer Suplex. Macht er hier einen auf Eddie Guerrero. Ah, ein harter, schöner Angriff hier von Epico. Damit wird er Sin Cara stark zugesetzt haben. Und jetzt schmeißt er ihn hier gegen die Ringtreppe, gegen die Stahltreppe. Das wird dem Knie von Sin Cara natürlich nicht gerade sonderlich gut getan haben. So, und jetzt gehen sie wieder rein in den Ring, die beiden. Machen sie wieder ein bisschen In-Ring-Action. Jetzt kommt Epico auch rein, jawohl. Kann da auch direkt kontern. Sin Cara kommt da schnell mit einem Dritt. Hat wohl nicht damit gerechnet, dass Epico so schnell da bereit ist zu kontern. Was für ein Angriff hier von Sin Cara. Sah zuerst nach einem Konter von Epico aus, aber Sin Cara konnte seinen Angriff durchbringen. Jetzt aber Epico mit einem kleinen Reverse. Und jetzt schmeißt er ihn erstmal da hinten in die Ringecke. Und mit einem Kick geht er da hinterher. Setzt Sin Cara wieder auf und der kann kontern hier. Wow, aber das geht schief. Dieser Angriff geht schief. Was hat Epico denn jetzt vor? What the fuck? Was für ein Sprung. Das gibt's ja gar nicht. Was für ein Sprung hier von Epico über die Ringseile. Und jetzt kommt ein Submission Move hier von Epico. Der lange dauert hier. Aber Sin Cara, der ist sehr nah jetzt. Jawohl, da ist er am Netz. Das Rope Break. Ja, da sich bis zum Netz vorgearbeitet. Und jetzt schmeißt Epico wieder da hinten in die Ringecke rein. Na, Sin Cara, der ist schon nicht mehr so fit. Der hält sich da schon die Magengrube fest, kann auch nicht mehr so richtig schnell laufen. Also der ist hier wirklich schon stark angeschlagen nach diesen Three Amigos da von Epico. Und der bearbeitet Sin Cara natürlich weiter. Der will seinen Titel hier und heute selbstverständlich behalten. Und ja, der geht hier ordentlich auf Sin Cara los. Und jetzt, was kommt denn jetzt? Das ist wohl... What the fuck? Ein Konter von Sin Cara. Was zur Hölle? Sollte wohl irgendwie eine Art Finisher werden. Wahrscheinlich kennen die Finisher von Epico nicht. Die hat es mal irgendwer gepostet, aber ich habe es natürlich wieder vergessen in den Kommentaren. Aber das scheint mir doch sehr nach sowas ausgesehen zu haben. Und Sin Cara kontert einfach mal eiskalt und kommt hier mit diesen Salto-Angriffen. Und fast hätte er Epico da soweit gehabt, um einen Angriff zu setzen, aber der kann dann doch wieder kontern. Das gleiche kann aber auch Sin Cara. Und jetzt schleudert er ihn da quer durch den Ring, der High Flyer. Epico jetzt mal wieder mit einem Konter. Jawohl, und setzt auch seinen Angriff durch. Sin Cara lässt sich aber nicht so einfach hier anfassen. Was zur Hölle, was war das denn für ein Wahnsinnsangriff? Und das scheint mir irgendwie, als hätte Epico sich dabei eine Platzwunde zugefügt. Jawohl! Oder? Oder ist es Sin Cara? Nee, Epico hat keine. So, und jetzt kommen wieder... Jawohl, da kommen wieder diese... Nee, doch keine Three Amigos. Sin Cara hat eine Platzwunde. Wie hat sich die denn jetzt zugefügt? What the fuck? Was für ein Sprung! Epico springt da durch den halben Ring aus. Sin Cara, war es das jetzt? War es das eins? Nein, Sin Cara kommt nochmal raus. Aber was für ein Sprung.
mit Sicherheit 5 Meter, na 5 Meter, toll übertrieben, aber 2 Meter, dies Epico da gesprungen ist. Und jetzt bearbeitet er den Zincara da ganz schön. Der ist schon stark angeschlagen, kann hier jetzt aber wieder kontern. Zincara mit einem Konter hier gegen Epico. Und setzt jetzt auch mal wieder einen Angriff hier gegen den Arm des United States Champion. Ja, Zincara, der kommt jetzt hier wieder so ein bisschen zurück. Der will sich das nicht nehmen lassen. Der will jetzt wirklich United States Champion werden. Der sieht das wohl nicht ein, dass er auch gegen Epico jetzt noch verliert, nachdem er es nie geschafft hat, Santino Marella um den Titel zu besiegen. Aber Epico, klar, der will seinen Titel natürlich auch behalten und kommt jetzt wieder mit einem Suplex hier gegen Zincara und macht jetzt wieder einen Wahnsinnssprung. Oh, gepasst! Jawohl, wieder ein 2-Meter-Sprung durch die Luft von Epico, was natürlich in echt nie funktionieren würde. Und jetzt dieser Swinging Neckbreaker. Und jetzt geht er mal auf die Seile. Und der ging in die Hose. Zincara konnte da ausweichen. Konnte da wegkommen. Und wurde nicht getroffen von Epico. Und jetzt wieder dieser Angriff, den er schon gegen Xardas gezeigt hat. Diese Rückwärts-Salto-Rolle, whatever. Gegen den Schädel dann von Epico. Aber ja, wie ihr seht, der ist wieder fit, der ist schon wieder auf den Beinen. Geht jetzt wieder aufs oberste Ringseil und schon wieder geht der Sprung ins Leere, wieder daneben. Diesmal ist Zincara noch nicht mal ausgewichen. Wahnsinn, diese Angriffe, diese Rückwärtshalt, die da von Zincara. Und der zeigt jetzt an, Epico, steh auf. Und da ist er, da ist er, da ist der Finisher von Zincara. War's das, war's das? Ist es das? Ist Zincara der neue United States Champion oder kommt Epico nochmal aus dieser Submission raus? Ist es das? Nein! Epico schafft es, sich nochmal aus diesem Submission-Hold zu befreien. Oh, starke Leistung hier. Die beiden gehen ordentlich aufeinander los. Die geben alles. Die wollen hier beide wirklich, dass man United States Champion werden. Jetzt der Coverversuch von Zincara. Vielleicht reicht es ja. 1, 2, 3. Jawohl, wir haben eine neue United States Champion. Zincara ist der neue United States Champion. Hier sehen wir nochmal diese gefakten Three Amigos von Epico. Er hat es tatsächlich geschafft. Nachdem Epico Großteile des Matches dominiert hat, gewinnt Zincara letztendlich dann doch gegen Epico und ist der neue United States Champion. Wahnsinnsleistung hier von Zincara. Gegen Xardas hat er das Match gemacht. Hier sehen wir nochmal den Finisher und dann verloren. Hier macht Epico den Großteil des Matches und Zincara gewinnt. Und hier ist es definitiv wichtiger zu gewinnen, denn hier ging es um einen Titel und damit unser neuer United States Champion, Zincara. Jawohl, so sieht's aus. Zincara, der neue United States Champion. Sieg über Epico. Aber Epico, der wurde ja auch zu übermütig, nachdem er da United States Champion geworden ist. Hat da harte Matches dann bestritten und so weiter und so fort. Zincara wird das hoffentlich anders gehen. Der wird hoffentlich auf dem Teppich bleiben. So, das war's damit mit diesem Video, meine Damen und Herren. Wir haben einen neuen United States Champion. Ja, mein Aufnahmeprogramm schmiert ab, ist aber wurscht. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.